Leute, herzlich willkommen zurück hier zu einem neuen Update-Video auf unserem YouTube-Kanal. Ich werde euch natürlich ein ausführliches Bitcoin-US-Dollar-Markt-Update geben, denn, wie wir auch schon die letzten Tage besprochen haben, die Bullen haben es geschafft, tatsächlich die Daily EMA Rubens als Support zu bestätigen und keinen Close mehr in den EMA Rubens zu haben. Das heißt, alle Versuche der Bären wurden hier abgewendet und wir sind immer am oberen Rand wirklich als Support haben den Daily Close gehabt und auch heute haben wir einen kleinen Retest gehabt und bewegen uns prompt davon, entfernen uns prompt davon. Das heißt, auf was man jetzt Short- und Midterm achten muss, das werde ich euch im heutigen Video sagen. Das heißt, ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Sonntagmorgen, Mittag oder Nachmittag, je nachdem, wann ihr das Video seht. Und das heißt, wir starten auch schon direkt in den Content, Leute. Das heißt, wie immer, zurücklehnen und genießen, denn wir starten gleich direkt hinein. Hallo Leute, herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal Blockchain Now. Für die Leute, die neu dabei sind, mein Name ist Alessandro und ich werde euch wie immer dieses ausführliche Bitcoin-Chart-Update geben. Wenn euch unser Content wie immer gefällt, Leute, lasst einen Like da, kommentiert in der Kommentarsektion, abonniert unseren YouTube-Kanal, aktiviert die kleine Glocke und ganz wichtig, sollte einmal ein Notfall passieren, das heißt irgendwelche unerwarteten Preismoves passieren, dann folgt uns natürlich auch auf Instagram und Twitter, um nichts mehr zu verpassen, um wirklich up-to-date zu sein. Den Link findet ihr in der Videodescription und ich würde sagen, wir starten gleich direkt in den Content und verlieren keine Zeit mehr. Also, schon wie gesagt, Leute, am Daily Chart, die Bullen haben es geschafft, die Daily EMA Rubens als Support zu halten. Das heißt, auf den längeren Timeframes, wie auch schon sehr oft angesprochen, ist alles intakt, alles perfekt verteidigt. Und dann würde ich sagen, schauen wir auch auf die kleineren Timeframes, denn die Bullen haben es hier wirklich geschafft, am großen Timeframe weiterhin bullish zu sein. Gut, Leute, und zwar, wir befinden uns hier am 4-Stunden-Chart, wollte ich eigentlich machen, sorry. So, jetzt befinden wir uns am 4-Stunden-Chart und wie ihr schon seht, die 4-Stunden-EMA-Ribbons sind weiterhin bullish geflippt, Leute. Das heißt, auch hier haben es die Bullen geschafft, nachdem sie hier bullish geflippt sind, sehr Support zu bestätigen. Ihr wisst es, Wicks darunter sind kein Problem. Wir hatten ein kleines Run-Up, wurden hier rejected von unserer ersten Resistance-Zone, aber wurden hier wieder supported und jetzt gerade starten die Bullen einen kleinen Ausbruch. Deswegen werde ich versuchen, das Video ganz, ganz schnell hochzuladen. Natürlich, damit ihr nichts verpasst. Gut, was muss man jetzt sagen? Und zwar möchte ich noch einmal auf dem 1-Stunden-Chart auf unser letztes Video eingehen. Denn Leute, wir haben in den letzten Videos oder im letzten Video eigentlich von diesem Chart-Pattern hier gesprochen. Und zwar dieses Descending, Broadening Wedge oder eventuelle Bull Flag. Es kommt natürlich darauf an, wie man es zeichnet, Leute. Es wäre beides möglich. Und deswegen möchte ich das noch einmal etwas adjustieren, um euch zu zeigen, dass es eigentlich ganz egal ist, wie man das zeichnet. Denn wir haben hier ein Breakout-Target von einem Descending Broadening Wedge, also von der Spitze bis zum Boden. Das habe ich euch erklärt im letzten Video. Dann gehen wir natürlich auf unseren Ausbruch. Das heißt, das in Gelb wäre unser Price-Target für dieses Descending Broadening Wedge. Wir haben es noch nicht erreicht, ihr seht es, denn wir wurden hier knapp über dieser Resistance rejected. Gut, was ich euch aber jetzt sagen will, wenn man das hier als Bull Flag anlegt, das heißt wieder etwas adjustiert, so würde die Bull Flag ausschauen, würde auch Sinn machen, wir haben genug Berührungspunkte an Resistance und Support, das heißt, bei einer Bull Flag hätten wir natürlich ein anderes Price Target, das kennt ihr auch schon aus anderen Videos, und zwar, da müsste man hier diesen Fahnenmasten messen. Das heißt, von hier bis hier, zack, Ausbruch, hier anlegen. Das heißt, wir haben jetzt hier ein Price Target von 49.450 von diesem Descending Broadening Wedge. Und sollten wir von einer Bull Flag ausgehen, hätten wir hier bei circa 53.000 US-Dollar unser Price Target. Und das wäre ganz genau Dollar zu Dollar, Leute, unser letzter Rejection Point bei diesem Run-Up, als wir hier aus unserem Golden Fibonacci Pocket rejected wurden. So, jetzt muss man natürlich bei so einem Trade sagen, Leute, wer hier in einen Trade gegangen ist, Gratulation, ihr seid noch immer im Gewinn und ich würde diese Position weiterhin aufrechterhalten.
denn wir haben keines dieser beiden Preisziele erreicht. Und wir befinden uns natürlich am Wochenende. Ihr wisst es, Wochenend-Breakouts sind immer sehr volatil, aber nicht sehr ausschlagkräftig, da die institutionellen Investoren nicht traden. Das heißt, ich erwarte, dass wir nächste Woche weiterhin pumpen werden, auch wegen unserem Wyckoff-Pattern, von dem wir ja hier in dieser Akkumulationsphase gesprochen haben. Damit möchte ich nochmal euch zeigen, und zwar hier dieses Wyckoff-Pattern. Leute, wir haben es ja hier in dieser Phase B an diesem Local Boden predicted. Wir haben diesen Spring geformt mit diesem lowesten Low, möchte ich nochmal zeigen. Mit diesem lowesten Low haben wir den Spring geformt. Wir wussten es, dass wir wahrscheinlich bis zu unserer Resistance pumpen werden. Und genauso ist es passiert. Wir sind ja darüber gestiegen. Und jetzt ganz interessant, Leute. Von unserem Spring hatten wir unser Run-Up, sind über die Resistance drüber gekommen und jetzt gehen wir ein bisschen so zickzack über der Resistance. Und wenn wir jetzt auf unser Wyckoff Accumulation Pattern schauen, dann sehen wir sind von dem Spring, kommen hier nach oben über die Resistance in dieser SOS-Phase. Wir gehen zickzack hier herum an der Resistance und in Phase E, boom, Explosion. Das heißt, wir befinden uns hier in dieser SOS-Phase, Leute, ganz eindeutig, denn wir gehen so etwas zickzack hier an der Resistance herum und in Phase E werden wir dann explodieren. Nach dem Wyckoff Accumulation Pattern. Das heißt, das ist noch perfekt intakt, Leute, und wir haben es hier wirklich hier an dieser Stelle schon perfekt predicted. Aber auf was ich jetzt weiterhin hinaus will, wir formen wieder mal ein neues Chart Pattern und zwar wieder ein Descending Broadening Wedge. Und es ist schon nach oben ausgebrochen und da möchte ich wieder das Price Target nehmen vom Top bis zum Boden, Leute. Und dieses Descending Broadening Wedge könnte uns eben dabei helfen, Punkt A, diese Resistance auszuheben und Punkt B, sollten wir unser Preisziel erreichen hier, eben auch unser erstes Preisziel erreichen von dem alten Descending Broadening Wedge. Das heißt, das könnte hier auch ein weiterer Teil sein, um die Phase E einzuleiten, sozusagen Anfang nächster Woche. Warum ich jetzt mega bullish bin, Leute, und warum ich natürlich selbst in Long-Positionen bin, wie ich ja auch immer wieder hier schon erwähnt habe, werde ich euch gleich mit On-Chain-Daten sagen. Denn wir haben schon sehr, sehr lange wieder keine On-Chain-Daten in den Videos gehabt, möchte ich euch natürlich sagen. Das heißt aber, Leute, man kann hier beim Ausbruch, natürlich immer bei solchen Ausbrüchen, kann man Long-Positionen eröffnen. Hat man das nicht getan, denn es ist jetzt schon ein bisschen spät, beziehungsweise hat man hier nach unserem letzten Video keine Long-Position eröffnet, dann muss ich ganz, ganz klar sagen, dann kann man die nächste Long-Position hier an dieser horizontalen Resistance-Line, sollten wir diese in Support-Flippen eröffnen. Und zwar, ich rede natürlich von dieser horizontalen Resistance von $48,800, Leute. Denn ihr seht es, wir hatten hier massiv Support und Resistance bei unserem letzten Run-Up zu unserem All-Time-High. Das heißt, sollten wir eben die 48.800 flippen, als Support, dann kann man hier diesen Trend eben bis zu den 50.000 reiten, bis hier, und eben eine neue Long-Position eröffnen. Gut, aber die meisten sollten eben ja schon längst in Long-Positionen sein von unserer Community. Nichtsdestotrotz, wir gehen direkt auf die On-Chain-Daten. Und ihr wisst, On-Chain-Daten sind sehr, sehr wichtig, um bullische und bearische Trends zu erkennen oder um die Fundamentaldaten von Bitcoin zu stärken, denn es wird natürlich aufgrund der Blockchain alles on-chain-mäßig aufgezeichnet und kann analysiert werden, was natürlich sehr, sehr wichtig ist und was nur in dieser Asset-Klasse möglich ist. So, und zwar, Leute, ist das hier All Exchanges Reserves. Und zwar in schwarz hier, ich werde das mal markieren, in schwarz hier befindet sich der Bitcoin-Preis, ganz schön zu sehen hier eben. Und hier in blau, Leute, sind die Bitcoin-Reserven aller Börsen. Und zwar, was man hier schon erkennen kann, ich werde jetzt mit der Maus nicht so viel herumtun, denn ihr seht, es wechselt dann immer sehr, sehr schnell hin und her. Auf was ich aber hinaus will, Leute. Und zwar, wenn man diese blaue Linie, diese Exchanges Reserves, also die Reserven der Exchanges jetzt weiter verfolgen würde, dann sinkt die sehr stark ab und konsolidiert sehr, sehr niedrig, auf einem sehr niedrigen Niveau von circa, eben wie man es hier sieht, 2,46 Millionen Bitcoins auf allen Exchanges. Und gleichzeitig sieht man, dass der Preis parabol gegangen ist bis zu unserem All-Time-High. Das heißt, wir haben einen Supply-Schock gehabt, als wir dieses All-Time-High gesehen haben. Die Nachfrage wurde immer größer durch die FOMO, auch durch die neuen Leute,
Aber die Reserven an Exchanges ist bei 2,5 Millionen auf 2,5 Millionen Stück gesunken. Das heißt, wir hatten eine sehr hohe Nachfrage, aber sehr, sehr wenig Supply zur Verfügung, der gekauft werden kann. Und dadurch bestimmt sich ja auch der Bitcoin-Preis. Und jetzt ist es ganz, ganz wichtig, wir hatten diesen Drop und dann ist wieder natürlich der Supply hier in diesem Bereich deutlich gestiegen. Und seit wir dieses Run-Up wieder haben, Leute, hier sinkt der Supply ganz stark. Und was man jetzt hier sieht, auf was ich eigentlich hinaus will, der Supply ist niedriger als zu All-Time-High-Zeiten. Das heißt, wir haben weniger Bitcoins zur Verfügung, als wir damals hatten bei 65.000 und die Nachfrage ist aber jetzt nicht drastisch gesunken. Das heißt, ich gehe davon aus, Long-Term wieder, ich gehe davon aus, Leute, dass das Quartal 4, also die nächsten Monate, massiv zu einem massiven Run-Up folgen werden und wir neue All-Time-Highs sehen werden, denn wir haben einen richtigen Supply-Schock und ich sehe momentan keinen Grund, warum es neue Sell-Offs geben sollte. Weitere On-Chain-Daten, die ich euch zeigen möchte, sind die Outflows der Miner, das heißt Miner-Verkäufe, Bitcoin-Miner-Verkäufe. Und zwar, da habe ich auch etwas sehr, sehr interessant gefunden. Wir hatten ja damals, wer sehr, sehr lange dabei ist, in der Szene und auch lange schon Videos schaut von anderen YouTubern, der weiß es, wir hatten damals massive Miner-Abverkäufe, denn die Miner haben hier versucht, und das war damals, was ich mich erinnern kann, in diesem Bereich, dieser F2 Mining Pool, einer der größten Mining Pools der Welt, die haben hier damals versucht, durch massive Sell-Offs den Preis zu drücken und natürlich auch andere Miner auszustechen. Aber nichtsdestotrotz im Bereich zwischen ja, 30 und 40.000 Dollar gab es sehr, sehr starke Miner-Verkäufe, wie man hier an diesem Balken sehen kann, an den violetten. Seitdem wir aber unser All-Time-High gesehen haben, muss man sagen, hat dieses Miner-Sell-Off aufgehört. Und auch jetzt befinden wir uns wieder in circa einer Preisrange, wo wir damals massive Verkäufe hatten, wo die Miner eben massive Profite genommen haben, um Rechnungen zu bezahlen, um Gewinne zu nehmen. Und wir sehen das jetzt hier nicht. Das heißt, auch die Miner vermuten hier bei 50.000 Dollar, dass wir noch einen drastischen Run-up nach oben sehen, denn sonst würden sie ja hier wieder Profite nehmen. Denn ihr seht es, sie haben damals hier auch vor dem All-Time-High schon Profite genommen. Das heißt, auch die erwarten, dass wir hier wahrscheinlich noch deutlich höhere Preise sehen werden, was auch auf Long-Term natürlich sehr, sehr bullish ist. Das heißt, lasst euch von solchen kurzen Rücksetzern, und das will ich euch immer wieder sagen, auch wenn wir hier eine 10.000 Dollar Tagescandle gesehen haben, die halbwegs gut aufgekauft wurde, Leute, lasst euch von solchen Rücksetzern nicht irritieren. Long-Term ist alles intakt und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass wir im vierten Quartal noch ein neues All-Time-High sehen werden und dass die 100.000 noch nicht vom Tisch sind pro Bitcoin. Das heißt, wenn euch das wie immer gefällt, lasst uns auf jeden Fall ein Like da, Leute, und wir sehen uns auch schon bald im nächsten Video.